Tja Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, Leute. Heute bin ich richtig gut gelaunt, denn ihr seht schon im Hintergrund, Leute, wir befinden uns in der neuen Season von Rainbow Six Siege Operation. Phantom Sight heißt sie, glaube ich. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Der Loading Screen, beziehungsweise, ja, wirklich, der Loading Screen sieht schon ultimativ geil aus. Und Leute, wir werden jetzt einmal die neuen Operator, einmal Nock, wenn ich ihn richtig ausgesprochen habe, und einmal Waden ausrüsten. Für das allererste Mal. Ich zeige euch, was sie hier für Waffen haben. Als Angreifer sogar. Das finde ich irgendwie ein bisschen krank, dass der nur eine SMG eigentlich als Angriffswaffe hat. Habe ich wirklich noch nie so gesehen. Aber der Gute hat eine Deagle, aber die werden wir wahrscheinlich erstmal nicht brauchen. Ich würde sagen, wir rüsten erstmal die FMG 9 aus, die ja sozusagen für Nock ist, für den Angriff. Leute, wenn euch das ganze Video gefallen sollte, lasst jetzt unbedingt gerne einen Daumen nach oben da. Das ist das allererste Video von der neuen Season. Ist zwar nur Testserver, klar, hier könnte sich noch was verändern, aber an den Operatoren wird sich garantiert jetzt nichts mehr verändern, so krank. Deswegen, wir werden jetzt auf jeden Fall hier erstmal das allererste Mal die Season spielen. Ich bin mega hyped. Dann rüsten wir natürlich noch Waden aus. Ich bin mal gespannt, was der gute Mann für Waffen hat. Und zwar einmal die Waffe von Valkyrie. Und, oh, das finde ich krass. Der hat einfach die SMG 12 von Vigil. Ist echt nice, Mann. Gut, wir rüsten jetzt erstmal die beiden Waffen aus. Aber Nock ist der allererste Operator, der eine, ja, der einfach eine SMG als Main-Waffe hat, was ich krank finde, weil ich sowas noch nie gesehen habe irgendwie. Okay, Leute, ich würde sagen, wir suchen jetzt einen Rank. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall gleich wieder. Let's go! So, Leute, wir sind jetzt in einem Casual ausnahmsweise. Und wir befinden uns auf der Map Outback. Ich habe nämlich gerade einen Rank gezockt. Allerdings, Leute, ja, was soll ich euch sagen? Wurden einfach die Operator... Oh, let's go, Leute! Ich kann euch direkt den Operator zeigen. Noch einmal. Wurden einfach... Also es gibt da jetzt ein neues Rank-System, immer dreimal verteidigen, dreimal angreifen oder genauso andersrum. Und man kann Operator bannen und was haben natürlich meine Gegner gemacht? Die haben natürlich die neuen Operator erstmal schön weggebannt. Da habe ich mir gedacht, nice man, eigentlich wollte ich euch die Operator zeigen. Ja, also fing auf jeden Fall schon mal richtig gut an für mich. Okay Leute, ich habe hier auf dem Account, beziehungsweise... Was heißt, auf dem Account ist ja der gleiche Account. Aber ich habe hier halt so ein bisschen andere Einstellungen. Ich habe zum Beispiel Punkte an und so. Let's go, Leute. Wir zocken jetzt mit Nock. Ich bin ultra gespannt, wie der ist. Ich habe ihn noch nicht ein einziges Mal gezockt. Ist jetzt selber für mich meine allererste Runde mit dem. Und ich würde sagen, Leute, wir gehen einfach mal in die Map rein bei den anderen. Oder wir gehen einfach mal... Ich habe Angst, dass hier unten einer roamt. Da habe ich echt gar keinen Bock. Nice, Mann. Dass ich auch nur Troller im Team habe, habe ich richtig Bock drauf auf jeden Fall. Wo könnten wir vielleicht reingehen, wo ich euch den mal zeigen kann? Der Fähigkeit. Wir können Garage versuchen. Theoretisch. Ja, wir könnten echt mal Garage versuchen. Nice. Ja, schießt erstmal hier Gegner, Mates ab. Von sich halt. Oh, einer Runout. Let's go. Der Smoke ist erstmal weg. Ich kann ja mal ganz kurz die Fähigkeit aktivieren. Wow, let's go. Wir gucken einmal ganz kurz hier rein, ob hier einer ist. Nee, ich glaube aber nicht. Garage ist clear. Ja, gut, dann würde ich sagen, Fähigkeit activated. Komm schon. Und rein. Auf geht's. Die Gegner sehen mich ja jetzt nicht, glaube ich, ne? Krank. Krank, krank, krank. Heftig, heftiger Operator. Auch wenn ich euch die Fähigkeit jetzt nicht so ultra krank zeigen konnte. So. Hat den Dings fallen gelassen. Er ist rechts close. Ja. Let's go, Leute. Okay, also ich konnte euch die Fähigkeit jetzt zwar nicht so zeigen, aber die sieht man wahrscheinlich erst, wenn man Verteidiger selber ist. Weil dafür ist ja Nock ausgelegt, dass man dann einfach von den Camps, glaube ich, nicht gesehen wird. Ein Widget sozusagen nur für den Angriff. So, Leute, tut mir leid, dass das so ein Durcheinander ist. Wir sind jetzt auf Haus, weil ich gerade Leute im Team hatte, die einfach nur... mich abgeschossen haben, dann hat der andere den anderen abgeschossen und dann hat der andere wieder den anderen abgeschossen. Ich verstehe nicht, warum es solche Leute gibt. Das fuckt mich unnormal ab und das nimmt mir richtig krank die Lust. Gibt es ein neues Deployment-Schild? Ich glaube schon. Wir werden das jetzt mal testen, Leute. Wir zocken jetzt Waden nochmal den neuen Operator und ich hoffe, dass ich jetzt Mates habe, die das nicht machen. Bitte, bitte, bitte. So, Leute, wir sind jetzt in der Season. LOL, wie der rumrennt. Der hebt einfach die Waffe an. LOL, das ist ja crazy.
Okay, ich würde sagen... Nee, das wollte ich jetzt eigentlich nicht machen. Wir aktivieren jetzt die Fähigkeit, und zwar das Schild. Digga, bin ich gerade behindert, um Schild zu platzieren? Nee, das ist immer noch das Standardschild, ne? Immer noch das Standardschild, weil ich habe halt irgendwelche Updates von einem Schild gesehen. Aber gut, wir haben jetzt hier nochmal das Standardschild, ist ja egal. Let's go! Wir sind jetzt... Genau, Waden. Und wir haben sozusagen so eine Cam, wo wir alles durch Smoke sehen können, wo wir alles durch... Wenn uns jemand blendet, also eine Blendgranate kommt oder so, sind wir sozusagen unsterblich damit, weil wir durch alles durchgucken können. Und das ist einfach krank. Wir können einfach durch alles durchgucken. Es juckt uns einfach nicht. Wisst ihr, was ich meine? Ich hoffe, ich kann euch das vielleicht auch gleich sogar zeigen. Wie gesagt, die Waffen sind da jetzt nicht neu. Aber ansonsten natürlich neue Fähigkeiten im Spiel wieder. Und Waden ist schon ein kranker Konter, finde ich. Auf jeden Fall. Oh, jetzt, oh mein Gott, hier sind direkt zwei Eingänge. Muss ich auf mehr achten. Nice, und dann werde ich einfach von rechts vom Main geholt, trotzdem da eigentlich jemand steht und da hinguckt. Nice. Kite. Bruder, aber gut, wir spielen ja auch Casual, Alter. Da braucht man jetzt echt nicht so viel von den Mates erwarten, muss ich wirklich sagen. Okay, Leute, ich würde sagen, wir testen mal Glass, weil der wurde ja genervt. Wir gucken uns einfach mal den Nerf an und wir werden auf jeden Fall gleich dazu nochmal unsere Meinung sagen. Und ihr schreibt bitte eure Meinung unten in die Kommentare und ich werde jetzt die halt dann einfach gleich mal sagen, was ich davon halte. Okay, Jungs, let's go. Ich bin einfach mal gespannt, wie das Ganze jetzt aussehen wird. Boah, wir sehen da diese Punkte, die laden sich erst auf. Okay. Wissen wir auf jeden Fall schon mal Bescheid. Die sind jetzt unten. Ich werde das hier mal aufschießen, dass ich vielleicht schon mal einen Gegner sehe, so spotten kann, wenn ihr wisst, was ich meine. Damit ich euch das mal eben kurz demonstrieren kann, wie das aussieht. Ich möchte das natürlich sehen und ihr wollt das natürlich auch sehen, Leute. Deswegen gucken wir mal. Aber da ist jetzt gerade keiner. Ach man, ich würde euch das jetzt voll gerne zeigen. Aber hier ist irgendwie gerade gar keiner. Oh, da ist ein Mirror Window. Das hätte ich aber gut gehabt, dass ich da noch nicht gestorben bin bis jetzt. Genau, ihr seht es an dem Rand, wie sich das auflädt. Okay. Die Jungs sind wahrscheinlich schon... Ja, die sind schon drin. Dann komme ich einfach auch mal mit. Die sind halt schon unten. Ach so, hier sind die. Ah, okay. Ach, die sind noch outside. Ich habe gedacht, die sind schon inside. So, Bruder. Dann würde ich sagen, warte kurz. Warte kurz. Ich mache einmal kurz den Smoke. So, und dann kann ich natürlich hier jetzt auch was sehen. Durch die Smoke. Durch die Dings. Es lädt sich nicht auch. Achso, es lädt sich nur auf, wenn man sich nicht. Also nur wenn man still steht. Sonst kann ich auch nicht durch eine Smoke gucken. Okay, das ist ein kranker Nerf. Muss ich sagen. Ist ein sehr kranker Nerf. Aber finde ich ein bisschen zu stark genervt. Also die Pfeile, die hätte man vielleicht noch ein bisschen langsamer machen können. Aber ansonsten hätte ich das gelassen, dass es trotzdem noch beim Laufen bleibt. Weil das ist zu krank. Das ist viel zu krass. Da ist einer. Hm. Ach Mann, Alter. Das ist casual. Die spielen, als ob das hier keine Ahnung was wäre. Einer rechts von mir. Ich smoke hier einfach mal kurz. Nice. Genau dann pusht er. Was für ein Time-Lag, Alter. Jungs, ihr habt's gesehen. Ich aim die ganze Zeit ab. Dann schmeiße ich einmal eine Smoke. Und genau dann in der Sekunde kommt der. Was ein Timelag, Mann. Das ist zu krank, Alter. Okay, Leute, dann würde ich auf jeden Fall sagen, ich habe euch erstmal so die drei Operator gezeigt, die jetzt genervt, gebufft wurden, beziehungsweise, obwohl eigentlich nur genervt wurden und halt die zwei neuen Operator. Es war vielleicht ein bisschen chaotisch, weil wir einmal in Outback waren und dann in Haus, aber wie gesagt, dafür kann ich ja nicht, dass mich irgendwelche Leute auf einmal einfach so random abschießen und dann halt noch komplett alles gegeneinander abschießen. Wir können uns vielleicht doch mal ganz kurz den Legion Elite Skin angucken. Aber den gibt es hier gerade gar nicht. Hm, schade. Ich hätte gedacht, dass es den hier auch gibt, dass man sich den hier wenigstens angucken kann. Aber egal, Leute, den seht ihr dann auf jeden Fall in 2 Wochen bei mir auf dem Kanal. Ansonsten, Leute, morgen gibt es ein neues Video von der neuen Map, beziehungsweise die überarbeitet wurde, und zwar Café Dos Podjewski. Wenn euch das Ganze auf jeden Fall heute gefallen hat, auch wenn es ein bisschen chaotisch war, lasst unbedingt gerne einen Daumen nach oben, da würde mich mega freuen. Und Leute, lasst natürlich auch gerne ein kostenloses Abo da, falls ihr neu seid. Wir sehen uns morgen wieder zu einem neuen Video. Macht's gut, haut rein und Peace, Leute.